Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 30, glaube, von Astronia. Ja, ich war mit dem Fahrzeug schon oben, habe das entladen, wie ihr seht. So ein paar Sachen sind da noch drauf, die wir vielleicht hier unten gebrauchen können mit dem Sauerstofffilter. Ja, den kann man auch gebrauchen. Das Licht ist auch klar eigentlich, aber naja, das ist jetzt hier unter der Erde, macht keinen Sinn. Den Pin, den habe ich jetzt da irgendwie nicht in den anderen reingekriegt, oder? Na, super. Geht das jetzt irgendwie, dass man die auch verbinden kann? Und wenn ich jetzt den dahin tue. Ja, hat gut geklappt, ne? Ja, keine Ahnung, warum der jetzt da nicht hin will und der auch nicht dahin will. Da geht er schon mal gar nicht hin. Das heißt, pack den mal dahin, pack den mal dahin. Geht's jetzt? Nö. Geht es dahin, dass ich den jetzt da drauf packen kann? Komisch. Okay, kann man nicht machen. So, wir sind jetzt hier unten und wie ihr seht, habe ich hier Sauerstoff mitgebracht. Jetzt können wir hier Strom anmachen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Ich nehme mal wieder weg, weil, oh, das nicht. Ach, kann man nicht mehr. Hat ja gut geklappt, ne? Aber ausschalten kann man. So, machen wir erstmal. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir gleich nach dem Intro weiter, wie wir hier unten vorgehen. Bis gleich. So, Anhänger ist wie gesagt leer. Wir haben so ein paar Sachen noch dabei. Ich habe den Weg hier auch schon ein bisschen geplättet. Wir sind natürlich schon eine ganze Ecke weiter. Und hier ist der Generator halt, den ich angemacht habe. Jetzt ist nur die Frage, war hier nicht irgendwo so eine Kapsel, die man dann da hätte aufmachen können? Aber wahrscheinlich ist die Kapsel nicht da, sondern kann ich das Ganze? Nee. Den kann ich wechseln. Dann hätte ich den Generator da. Kann ich die Plattform auch da drauf packen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, die müsste ich einpacken, aber ich glaube, die kann man nicht einpacken mehr. Ja. Dann Generator wieder da drauf. Und den dahin, dann passt das schon. So, was machen wir jetzt als nächstes? Da vorne liegt so ein Teil und ist umgekippt. Jetzt die Frage. So, der ist da verbunden. Wo geht die Reise weiterhin? Wir haben hier definitiv ja noch, sag schon, Zeug für. Oh, hier geht es auch noch runter. Warte mal, dann bauen wir hier einen Tee hin. Was wollte ich sagen, zum Gemisch abbauen, um dann wieder diese Dinger zu machen, haben wir hier, ne? Aber eigentlich müssten wir jetzt hier gerade mal gucken, wo es hier runter geht, ne? Weil tiefer geht ja immer, ne? Ah, da ist aber schon Schluss. Oder? Ja, hier geht es nicht weiter. Ich dachte, hier wird es weiter runter gehen, dann brauchen wir das auch nicht machen. Hier rechts gemischt, da können wir Leitpfosten machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Diese Teile hier machen. Hier ist ziemlich hohe Kante, ne? Kann man das auch so machen, dass es. Ah, so. So ist eine Schräge, wo man hochlaufen kann, ne? Und da ist jetzt zum Beispiel eine Kapsel. Und da brauche ich Laterit für, um die aufzumachen, ne? Ja, hatten wir irgendwo hier, ne? Aber wo? Wahrscheinlich nicht jetzt gerade hier um die Ecke, ne? Es war aber hier in der Nähe, meine ich. Hier lang? Ah, hier können wir noch weiter arbeiten. Okay, hier geht noch ein Durchgang weiter. Okay. Hier kommen wir dann mit dem Auto hoch, ne? Das geht, oder? Ja, das wird funktionieren.
Das sieht ganz gut aus, die Rampe. Und dann können wir hier weiter. Hier sind noch mehr Sachen. Was tropft denn da runter? Keine Ahnung. Hier sieht es ja aus, als ob das ordentlich gebaut wäre schon alles, ne? Das ist aber Schrott. Hier können wir auch fahren. Wir sind jetzt nicht von hier gekommen, oder? Und ich habe da unten gedreht. Ah, wir sind von hier gekommen, weil ich da unten gedreht habe. Wetten? Ja, ich glaube ja. Aber Laterit wollten wir ja noch haben. Welches wir hier jetzt noch nicht finden. Aber irgendwo hier war das. Da ist es Harz. Was ist da oben? Jetzt zeigt er mir das leider nicht an. Gemisch ist das. Okay, das brauchen wir nicht. Hier gibt es wieder Sauerstoff. Jetzt hätte ich auch mit dem Auto schon fast hier hinfahren können, ne? Wo ist das Laterit? Aha, da ist die Zinkblende, da muss hier auch das Laterit sein. Da ist nochmal Harz. Aber das war doch hier unten, oder? Das Auto stand doch daneben. Ah, ich glaube da. Okay, da ist auf jeden Fall Laterit, aber das müsste nochmal hier vorne sein. War das hier unten? Da ist es. Wieso kann ich das jetzt schon nicht mehr tragen? Läuft, ne? Okay, jetzt sind wir weit, weit weg. Ja. Jetzt würde ich diesen Pin da mal nehmen und den da gerne irgendwo hinsetzen. Oh, super, oder? Er nimmt jetzt nicht den hier. Wie doof ist das denn? Wie doof ist das denn? Habt ihr gesehen? So geht's. Und wie kann ich den jetzt aufbauen? Nirgendwie. Ah. Warte mal, das bedeutet, ich muss jetzt hier ganz viele so machen. Und dann kann ich die aufnehmen und da reinmachen. Nee, ne? Die. Okay. Cool. Ich glaube, jetzt habe ich es, oder? Ja. Jetzt hat es mal endlich geklappt. Wir haben eine Verbindung nach unten mit dem Sauerstoff. Wo müssen wir jetzt hin? Gute Frage, ne? Ah. Ich glaube dahin. Ja. Mit dem Auto muss man links rum, zu Fuß kann man hier lang. Passt, wir sind ziemlich weit gelaufen. Jetzt pass mal auf, jetzt sind wir gleich da und dann fehlt uns noch ein bisschen Laterit, dann sind die zwei zu wenig, ne? Hier ist das Auto. Und wo ist jetzt die Kapsel? Hier bestimmt nicht. Da war sie auch nicht. War es noch weiter hier? Das war noch weiter hier. Oder? Hier sitzt sie, oder? Nee. Ja, hat gut geklappt, oder? Oh Mann, ey.
Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Einmal im Kreis gedreht, ne, oder? Wo ist jetzt diese Kapsel? Kann doch jetzt nicht sein, oder? So, hier ist der Schrott. Ne, hier ist es nicht. Eigentlich müsste es da sein, oder? Da hinten ist die Kapsel. Reicht's ja. Forschung füge zum Freischalten des besseren Ressource hinzu. Q. Okay, einer reicht zum Glück. Und jetzt ist die auf und ist Schrott drin oder was? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nee, da ist was. Eine Forschungsprobe, okay. Sehr schön. Das kann man bewegen, ne? Kann ja so. Ah, jetzt ist es verschwunden. Dann geht das bestimmt auch irgendwann weg. Okay. Zurück. Jetzt sag mal nicht, hier rechts ist Laterit, ne? Ne, das war das Gemisch. Okay, ich hatte schon Sorgen. So, das heißt hier nicht lang. Generator ist hier zu Ende gewesen. Und gab es denn nicht hier noch eine Leitung, die irgendwie weitergeht, wo wir noch gucken wollten? Hier war das vielleicht, ne? Okay, das bedeutet Kupletten. Okay, warte mal, wir müssen gucken, dass wir wieder an Sauerstoff kommen. Hier bauen wir wieder einen hin und gucken noch weiter nach da hinten, oder? Weiß nicht, ob wir hier schon so weit gelaufen waren. Oh, warte, der hat nicht gepackt. Ja, das ist jetzt hier schwierig, ne? Ich glaube, wir müssen mal hier dann weiter bohren, bauen. Und hier eine Schräge vielleicht erstmal runter machen ein Stück. So, jetzt haben wir keine Dingens mehr. Dann können wir diese Ebene rüberziehen, ja. Und dann gucken wir mal schnell noch hier hin, ob wir hier noch was Interessantes finden. Was ist das da hinten? Okay, wir haben da eine Verbindung nach dahin gebaut. Hier waren wir schon mal irgendwie, ne? Kreislauf gemacht oder was? Ja, schön. Und dann müssen wir nach hier hinlaufen, um ans Auto zu kommen. Hat ja gut geklappt, ne? Okay, das heißt, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Das bedeutet, wir bauen jetzt hier mal gerade ein bisschen ab, um an das Ding zu kommen, um Pinne zu bauen. Und der Mordrak hatte ja geschrieben, ne, dass ich das mit dem Labor schlecht habe, Pech gehabt habe, weil es da nicht beistand, dass da einfach nur eine Ebene verlangt worden war, ne? Und wenn die Ebene gewesen wäre, hätte ich das Labor draufpacken können. Jetzt ist die Ebene natürlich so ein bisschen schwierig, ne? Und ja, da habe ich jetzt ein großes Problem sozusagen, ne? So, Verbindung produzieren wir gerade.
Und ja, das nächste, was er noch geschrieben hat, hier sollte ich mal ein Windrad dran machen. Vielleicht hätte ich dann mehr Strom. Und wenn ich mehr Strom habe, dann laufen meine Teile auch alle besser, ne? Ja, das ist es. So. Ne, da wollte ich jetzt nicht langlaufen, oder? Sind wir eben hier lang gegangen? Ich glaube schon, oder? Ne, hier sind wir nicht lang gegangen. Hier war die Probe. Oder was es auch immer ist. So, jetzt hier nochmal. Ja, man müsste dann schon überlegen, mit dem Auto hierher zu fahren, oder? Die Rampe ist da. So viel zurücklaufen will ich jetzt auch nicht. So, dann drehen wir mal und gucken, dass wir da hinkommen. Okay, das hat einigermaßen geklappt. Stopp. Ist auch nicht hier das Ende. Ne, da hinten geht es noch irgendwie weiter, ne? Komm, wir machen mal ein paar Forschungsproben. Oben liefen noch zwei, aber mehr nicht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unser Werkzeug wieder rausholen. Das hier mal gerade zumachen. Und eine schicke Rampe da hinkriegen. Nee, das war nix. So, einsteigen und gucken, dass wir dann noch ein Stück weiterkommen und mal schauen, was dann da los ist, oder? Ah, Laterit, ne? Ja, aber da ist noch eine Ebene. Das war falsch. Das ist richtig. So, einmal wieder zur Sauerstoffverbindung. Ja, jetzt hier eine Rampe schön hinbauen, ne? Das hat ja schon mal geklappt, glaube ich, oder? Das kann man so lassen. Einmal einsteigen. Kein Saft mehr. Hier geht es noch weiter, ne? Da geht es aber nicht runter, oder doch? Ne. Ist das Loch zu Ende? Bin ein bisschen knapp mit Sauerstoff, ne?
Unser Fahrzeug steht da. Ne, das war falsch. Diese Ebene möchte ich gerne weiterführen. Einmal Sauerstoff holen. So sieht es ganz gut aus, oder? Gut. Da hinten flackert es wieder und hier geht es vielleicht runter. Schwierig, ne? Ab ins Auto einmal. Sauerstoff haben wir gekriegt. Hier sind zwei Löcher, die ich nicht identifizieren kann, aber ich glaube, ne, ist Ende. Okay, dann nicht erstmal. Hier ist wieder Laterit. Geht's hier runter? Nicht wirklich. Das ist eine riesige Forschungsprobe, ne? Genau. Und da hinten sieht es gerade noch eine blaue Linie aus. Da hinten haben wir wieder eine Verbindung zu uns. Alles klar. Also hier ist jetzt nichts sehr Interessantes für uns. Zack, erstmal zum Auto zurück. Da steht's. Okay. Das bedeutet, jetzt läuft er nicht mehr. Ich weiß nicht, was es ist. Leider hat die Maus mein Spiel verlassen. Das war das Problem. Okay. So, einfach F. Wir setzen rein. Wir haben gespeichert. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal weiter drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.